Brotzeitbox besteht aus zwei Teilen. Das ist zum einen der Teller, der für alle möglichen Sorten von Gerichten geeignet ist, bis hin zur Suppe sogar. Und aus dem Deckel, der eigentlich ein Schneidbrett darstellt. Das heißt also, man kann essen, man kann Gemüse schneiden, das ist alles mit dieser Brotzeit möglich. Zudem ist es gleichzeitig noch ein Behältnis für alles, was man für die Rucksackküche braucht. Das heißt Besteck, Handtuch, Gewürze, das kann man alles da reinpacken. Also alles kompakt in einer Box. Eine besondere Herausforderung war der Verschlussmechanismus, den wir ganz einfach über Magnete gelöst haben. Deckel drauf, klack, zu. Für die Brotzeitbox haben wir uns noch einen kleinen Clou einfallen lassen. Und zwar haben wir ein Loch in die Brotzeitbox reingefräst. Aus zwei Gründen. Zum einen kann man da sein Frühstücksei reinstellen und zum anderen kann man die Brotzeitbox am Rucksack befestigen und aufhängen.